des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens, Marien, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens, Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Die Novene zu Maria, der Vermittlerin aller Gnaden, ist ein inständiges Gebet an neun aufeinanderfolgenden Tagen, um die Fürbitte der Mutter Gottes, der Mutter Jesu, welche die Erlösungsfrüchte ihres Gottessohnes Jesus Christus auszuteilen hat, zu erlangen. Neunter Tag. O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. Gegrüßet sei dir, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünde. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Seligste Jungfrau Maria, heilige Mutter Gottes, wir verehren dich als die Vermittlerin im Himmel, denn wir halten es für sicher, dass uns Gott durch deine Vermittlung alle Gnaden spendet. O unsere Herrin und Mutter, vermittle uns die Gnade. Und beweise, dass es dir gefällt, wenn wir dich als Mittlerin alle Gnaden anrufen. Bitte für uns, o selige Jungfrau und Gottesmutter, auf dass wir würdig werden der Verheißungen Christi. O Herr Jesus Christus, unser Mittler beim Vater, du hast uns Maria als Mutter und Vermittlerin gegeben. Lass uns auch jetzt ihre Vermittlung wunderbar erfahren. Herr, wir danken dir dafür. Amen. Amen. Novene zur unbefleckten Empfängnis, zweiter Tag. Für alle, die die Liebe Gottes nicht kennen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Maria, meine liebste Mutter, gib mir dein Herz, so schön, so rein, so unbefleckt, so voll Liebe und Demut, damit ich wie du Jesus empfangen kann und damit ich eile, ihn anderen zu bringen. Gebet von Mutter Teresa. Mit der Geburt Jesu Christi war es so. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt, noch bevor sie in der Ehe zusammenlebten. Zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Matthäus 1,18 F.
Erhebe uns, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, wir brauchen dich. Schenke uns den Glauben, dass Gott uns liebt. Gib uns Hoffnung, dass du unsere Zukunft bist. Mach uns offen für dein Wirken. Führe alle dem Glauben, Fernstehenden zu Gott. Maria, du Braut des Heiligen Geistes, bitte für uns. Maria, du unsere Mutter, sei allen Menschen nahe, die Jesus nicht kennen und lieben. Führe sie in deiner mütterlichen Liebe immer näher zu deinem Sohn Jesus Christus, der uns seine Liebe bis zum Tod am Kreuz erwiesen hat. Amen. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft. Und sie empfang vom Heiligen Geist. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Maria sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe deinem Wort. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Bitte für uns, o heilige Gottesgebärerin, auf dass wir würdig werden der Verheißung an Christi. Novena zur heiligen Mutter Anna. O heilige Mutter Anna, mit deiner liebsten Tochter Maria und ihrem göttlichen Sohne Jesus Christus grüße ich dich. Ich bewundere die Größe, zu der dich Gott erhoben hat. Durch Maria danke ich dem Allerhöchsten für all die Gnaden, die er dir erwiesen hat. Dir empfehle ich mich sowie die Mütter und die Jugend heute und alle Tage des Lebens. Steh mir bei in allen Versuchungen und Gefahren, besonders aber in der Stunde meines Todes. Amen. Freu dich, o glückselige Mutter Anna, da du eine Tochter empfangen hast, welche die Mutter des Welterlösers wurde. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Freue dich, o glückselige Mutter Anna, Mutter der Himmelskönigin, denn aus dir ging hervor der hellglänzende Meeresstern. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist.
wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Freu dich, o glückselige Mutter Anna, Mutter der allerseligsten Jungfrau Maria, die als immerwährende Jungfrau zugleich Mutter unseres Erlösers ist. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Freu dich, o glückselige Mutter Anna, die du allein von Gott die Gnade empfangen hast, Mutter Mariens und Großmutter Jesu Christi zu sein. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Freu dich, o glückselige Mutter Anna, frohlocke und freue dich ohne Ende, dass du von Gott so bevorzugt wurdest. Bitte, flehe für mich bei Maria, deiner reinsten Tochter, der hehren Himmelskönigin. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Und in Ewigkeit. Amen. O Gott, der du gewollt hast, dass die heilige Anna durch die Mutterschaft Mariens, der seligsten Jungfrau, Mitarbeiterin am Erlösungswerk deines eingeborenen Sohnes wurde. Verleihe uns, wir bitten dich, dass wir die Mutter deines Sohnes und deren Mutter, die heilige Anna, auf Erden so verehren, dass wir uns in der Todesstunde ihrer Hilfe und ihres Beistandes erfreuen und dich im Himmel ewig loben und preisen können. Durch Christus unseren Herrn. Amen. Bittgebet. Gedenke, o heilige Mutter Anna, das noch nie gehört wurde, dass jemand, der unter deinen Schutz floh, dich um deinen Beistand anrief und dich um deine Fürbitte anflehte, verlassen wurde. Denn du bist eine überaus barmherzige Mutter und hilfst allen Notleidenden. Von diesem Vertrauen beseelt nehme ich meine Zuflucht zu dir und bitte dich. O Mutter der Himmelskönigin und Großmutter Jesu Christi, des Welterlösers, komm mir mit deiner mächtigen Fürbitte zu Hilfe. Erflehe mir mit deiner glorreichen Tochter Maria von Gott die Gnade. Zu Ehren der 9 Monate, in denen du, die allerseligste Jungfrau, in deinem Schoße getragen und sie ohne Makel der Erbsünde geboren hast, will ich nun 9 Ave Maria beten. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünde. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Hochgepriesene heilige Mutter Anna, durch Maria sei Gott ewig Lob und Dank dargebracht für all deine Gnaden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Hochgepriesene heilige Mutter Anna, durch Maria sei Gott ewig Lob und Dank dargebracht für all deine Gnaden.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünde. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Hochgepriesene heilige Mutter Anna, durch Maria sei Gott ewig Lob und Dank, dargebracht für all deine Gnaden. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Hochgepriesene heilige Mutter Anna, durch Maria sei Gott ewig Lob und Dank, dargebracht für all deine Gnaden. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünde. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Hochgepriesene heilige Mutter Anna, durch Maria sei Gott ewig Lob und Dank, dargebracht für all deine Gnaden. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Durch Maria, hochgepriesene heilige Mutter Anna, durch Maria sei Gott ewig Lob und Dank dargebracht für alle deine Gnaden. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Durch Maria, hochgepriesene heilige Mutter Anna, durch Maria sei Gott ewig Lob und Dank dargebracht für all deine Gnaden. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Hochgepriesene heilige Mutter Anna, durch Maria sei Gott ewig Lob und Dank dargebracht für all deine Gnaden. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünde, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesu. Hochgepriesene heilige Mutter Anna, durch Maria sei Gott ewig Lob und Dank, dargebracht für all deine Gnaden. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit
und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden. Bewahre uns vor dem Feuer der Hölle. Führe alle Seelen in den Himmel. Besonders jene, die deine Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinderlieb. Uns allen deinen Segen gib.